Na, Leute, wo bin ich? Wer hat's erkannt? Es ist die Skisprungschanze hier in Garmisch-Partenkirchen, wo auch jährlich die Vierschanzentournee ausgetragen wird. So, jetzt geht's los hier. Leute, guckt euch das mal an. Kann mir einer erzählen, was er will? Aber ich glaube, Fiete würde hier reinspringen für einen Fünfer. Jetzt wird es ja auch immer übelst dunkel und eng. Das ist die Zugspitze. Da ich nicht gerne mit der Gondel fahre, fahre ich da jetzt auch nicht hoch. Aber es wirkt auch schon ziemlich beeindruckend von unten jetzt, auch wenn die Wolken den Gipfel verdecken. Wer Richard jetzt mit, dann hätte ich denen gesagt, der soll mal da hochklettern. Aber der ist jetzt leider nicht hier. Jetzt ist es 10:30 und Florian Pfeiffer sitzt immer noch nicht neben mir. Aber er hat gerade geschrieben, sind jetzt im Bus und fahren zum Hotel. Okay, dann werde ich noch ein paar Minuten warten und ich hoffe, dass ich Florian Pfeiffer heute noch zum versprochenen Interview vor die Kamera bekomme. Hey Marian, aufstehen, wir sind da. Flo, hey, grüß dich. Grüß dich. Hey, hallo. Wie spät haben wir es jetzt? Dreiviertel elf. Ja. So, als allererstes möchte ich dich erstmal fragen, wie übersteht man 9 Stunden Busfahrt? Ja, erstmal hallo an die Zuschauer und an dich. Wir hatten ein paar Filme mit Wasi, unser Neuzugang ist dafür verantwortlich und ich glaube, er hat... Hat Lukas Krug abgelöst, sozusagen. Genau, er hat Lukas abgelöst und hat für die erste Auswärtsfahrt, denke ich, seinen Job ganz gut erfüllt. Alles klar, Flo. Dann, wie geht's dir sonst so? Ansonsten alles in Ordnung? Ja, wir sind fit, wir freuen uns aufs Turnier. Die Fahrt war zwar anstrengend, aber ich denke, wir freuen uns, dass wir uns in der Wettkampfbedingung jetzt mit den Gegnern messen können und auch mal aus dem Wald rauskommen und nicht nur Kondition bolzen. Genau. Nehmt's mir nicht übel, aber ich muss jetzt mal hier die Fragen ablesen. Und zwar, ihr hattet ja jetzt einen Test gegen Insel Usedom, die in die 4. Liga abgestiegen sind. Danach hattet ihr jetzt einen Test gegen Grün-Weiß Werder, genau, die
aufgestiegen sind in die dritte Liga. Nun spielt ihr aber gegen den rumänischen Meister aus der vorletzten Saison und gegen einen Erstligisten aus Österreich. Kann man jetzt sagen, das ist schon eine andere Hausnummer und sozusagen auch der erste richtige Härtetest? Ja, also ich kann die Gegner jetzt überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie das Niveau in Rumänien ist, aber ich denke schon, dass das eine andere Hausnummer sein wird als Usedom oder Werder. Ja, das wird uns dann morgen, denke ich mal, werden wir morgen sehen, wie es wird. Ist ja ziemlich international, das Turnier. Also ich kenne jetzt nur Fürstenfeldbruck aus den Videos der letzten Saison. Die waren zwar eine Oststaffel, aber man hat ja einiges mitbekommen. Ja, ich denke, das Turnier ist gut besetzt und das ist für uns eine Möglichkeit zu testen. Auch wenn mit Moritz Schade und Franz Semper noch zwei Kader bei der EM sind, denke ich trotzdem, dass das eine gute Chance ist, das, was wir im Training bisher gemacht haben, umzusetzen. Und ja, ist auch ein wichtiger Meilenstein jetzt auf dem Weg zur Saison, dass wir uns halt wirklich mit Mannschaften messen können, die auf Augenhöhe sind oder vielleicht sogar ein bisschen besser sind als wir. Okay, zur neuen Saison gab es ja nun ein paar Abgänge, aber auch vor allem viele Neuzugänge. Kann man da jetzt schon spielerisch Unterschiede zur Vorsaison erkennen? Ja, also mit Robert Lux, wie allen bekannt sein wird, ist natürlich menschlich und sportlich ein großes Stück weggefallen. Auf dem Spielfeld merkt man es natürlich, in entscheidenden Phasen hat Robert das Spiel immer an sich gerissen. Das müssen wir jetzt irgendwie kompensieren. Ich denke aber, dass sich die Neuzugänge bisher gut eingebracht haben und wir in der Lage sein werden, das auch auszugleichen. Sicherlich hat sich das System ein bisschen verändert. Also wir haben jetzt sicherlich keinen mehr, der wie Robert von 12 Metern den Ball nimmt und einfach hochsteigt und das Ding in den Winkel nagelt. Aber ich denke, da haben wir uns auch qualitativ so weit verbessert, dass wir uns halt spielerisch ein bisschen nach vorne bewegt haben. Und ja, ich denke, das kriegen wir trotzdem gut gebacken. Du hast es angesprochen, mit Robert Lux ist ja nicht nur der Mannschaftskapitän gegangen. Robert Lux hat vor allen Dingen auch auf dem Platz und neben dem Platz war immer wieder eine Führungsperson. Denkst du, Florian Pfeiffer ist jetzt ein Typ, der diesbezüglich in seine Fußstapfen treten könnte? Ich glaube, Roberts Fußstapfen sind so groß, da kommt diese Saison noch keiner rein. Aber ich denke, dass ich letzte Saison während der Spiele schon angedeutet habe, dass ich Spiele mit entscheiden kann und ich denke auch eine Führungsrolle übernehmen kann. Und ich weiß nicht, ob du auf das Kapitänsamt anspielst, das wird dann alles intern geregelt. Da ist aber noch ein bisschen Zeit. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal versuchen, dass wir als Mannschaft wieder zusammenwachsen. Ich meine, wir waren letztes Jahr eine eingeschworene Truppe. Das war auch so ein bisschen das Geheimnis am Ende, dass wir es auch geschafft haben, weil wir uns auch außerhalb der Halle gut verstanden haben. Und ich denke, wenn das kommt, dann werden wir den Abgang von Robert auch irgendwie verschmerzen. Jetzt mal unter uns, was ganz anderes jetzt. Wir vom Team Sportstadt, wir versuchen ja auch immer wieder von Saison zu Saison ein Teil der Mannschaft zu werden. Und es wird jetzt ja immer schwerer, jetzt auch gerade dadurch, dass ihr aufgestiegen seid. Aber denkst du, gibt es da jetzt noch irgendwo einen Schwachpunkt in der Mannschaft, dass wenn wir jetzt nächste Woche bei euch zum Training, also Richard und ich, bei euch zum Training kommen, ist da noch auf irgendeiner Position irgendwas machbar, denkst du? Ja, auf der Mittelposition, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und Jonas und Jakob auch nicht ihren besten Tag erwischt haben, dann könnt ihr es ja mal auf der Mitte probieren. Ich meine, da habt ihr die meiste Verantwortung, könnt die Kombination ansagen und ein bisschen Torgefahr ausstrahlen und ich traue dir das doch alle mal zu. Also. Naja, also Rostock links kenne ich und warte, was gibt's noch? Du hast jetzt keine Kombination verraten. Ah ja, stimmt. Nee, dann bin ich jetzt lieber still. Dann hatte ich ja in der Sportstadtgruppe angeboten, ihr könnt Fragen stellen an Florian Pfeiffer und da haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Und da lese ich jetzt mal die erste Frage vor von Otti. Da hast du ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber kannst ja nochmal was dazu sagen. Gibt es schon einen neuen Kapitän? Falls nicht, traut sich Florian Pfeiffer dieses Amt zu? In Klammern könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also könntest du dir das denn vorstellen, sagen wir es mal so? Also der erste Teil der Frage, es gibt noch keinen neuen Kapitän. es gibt einen vorläufigen Mannschaftsrat. Aus dem wird dann wahrscheinlich auch der Kapitän hervorgehen. In dem bin ich im Moment drin. Wer dann am Ende das Kapitänsamt übernimmt, das wird dann intern entschieden. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich denke, dass es auch den nötigen Rückhalt von der Mannschaft gibt. Und dann in Zusammenarbeit mit dem Trainer, das war ja bisher letzte Saison auch schon so, dass wir uns oft verständigt haben und die Kommunikation sehr eng war. Von daher denke ich,
Kann das schon sein, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen und denke, das wird dann die Zeit bringen. Die nächste Frage, man muss erstmal den Pfeil treffen. Ja, von Martin. Er würde gerne wissen, wie die neuen Spieler aufgenommen wurden. Ach ja, sehr gut. Also man kannte sich ja schon aus der Liga. Von daher war das jetzt ja, kein großer Akt. Wir sind eine junge Mannschaft und ja, da gab es eigentlich überhaupt keine Probleme. Und jetzt auch durch das Trainingslager, wo man quasi 5, 6 Tage quasi aufeinander und miteinander hockt, ja, ging das relativ zügig und da gab es überhaupt keine Probleme. Und ich denke, dass das, wenn wir das noch ein bisschen intensivieren, dann kann das so werden wie letzte Saison und das wird dann vielleicht auch den nötigen 10% mehr geben auf dem Spielfeld. Da fällt mir jetzt spontan noch eine Frage ein. Gerade mit Chris Ahlisch und Marco Hölz und Lukas Krog sind ja auch, ich sag mal, 3 Spieler gegangen, die öfters auch mal einen Spruch auf Lager hatten. Hast du da jetzt schon bei den Neuzugängen einen erkannt, der da in die Fußstapfen treten könnte? Oder ihr wart ja jetzt auch schon in Usedom ein paar Tage zusammen? Ja, das übernimmt dann wahrscheinlich Max Scheithauer. Okay. Aber ja, ansonsten, die Stimmung ist gut, also da gibt es keine Probleme. Und wie gesagt, wir werden einfach sehen, was die Zeit bringt. Und die alten Spieler sind ja nicht aus der Welt. Marco Hülz war jetzt gegen Werder auch zugucken. Mit Ali haben wir auch noch Kontakt. Und ja, von daher ist das ja alles noch sehr intensiv. Und ich denke, dass die Abhängigen uns auch nächstes Jahr diese Daumen drücken werden und ab und an in die Halle kommen werden. Von daher ist das doch alles ziemlich harmonisch auseinandergegangen. Tobias Böhler möchte wissen, was ist euer Ziel die Saison? Und ich kann ja noch ein bisschen präzisieren, was ist dein persönliches Ziel für die nächste Saison? Also erstmal unser Ziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Was anderes wäre jetzt utopisch, als Aufsteiger mehr zu erwarten. Gerade nach dem, doch relativ großen Umbruch, wie wir es schon hatten. Ich denke, die zweite Liga ist sehr stark, qualitativ hochwertig. Die Mannschaften haben einen sehr breiten Kader, gute Trainer und da wird jedes Spiel auf Messerschneide geführt. Ich denke, da müssen wir auch wieder durch die Heimstärke kommen. Und wenn wir am Ende dann über dem Strich sind, ist das ein großer Erfolg für Dessau und die Region. Und alles andere wäre utopisch. Ja, persönlich. Hat ich jetzt selbst vergessen. Persönlich natürlich verletzungsfrei bleiben, das steht immer ganz oben, weil ja, mit Verletzungen kann man der Mannschaft nicht helfen. Natürlich weiterentwickeln. Wenn es dann der Klassenerhalt ist, hat man sich ja auch ein Stück weit in der Liga etabliert. Das ist sicherlich auch persönlich eine gute Sache und eine wichtige Sache. Und ja, ich denke, wenn man sich individuell in gewissen Sachen immer noch verbessern kann, ist das ja auch logisch, dass man das will. Ja. Und die letzte Frage von den, nee, doch nicht, die vorletzte Frage. Ich würde gerne von Florian Pfeiffer wissen, ob er nach seinem Wechsel aus Leipzig damit gerechnet hat, solch ein Führungsspieler beim DRV zu werden. Jein. Also, nachdem ich nach Dessau kam, hat man sicherlich so 1, 2 Monate eine Eingewöhnungsphase, wo sicherlich Marco Hülz mich noch sehr an die Hand genommen hat auf der Mitte. Auch wenn ich irgendwas hatte, waren wir, sag ich mal, auch außerhalb des Spielfelds Kollegen. Und das hat mir schon sehr geholfen. Ob ich nun damit gerechnet habe, weiß ich nicht. Aber ich wusste, dass ich, wenn ich meine Leistung abrufe, dass ich der Mannschaft helfen kann und dass ich dann sicherlich auch zum Erfolg beitragen kann. Und muss aber dazu sagen, wie gesagt, das war immer eine Symbiose mit Marco. Also wir haben uns da immer gegenseitig unterstützt und da war keiner dem anderen böse, wenn der andere gespielt hat. Es ging immer um den mannschaftlichen Erfolg. Und ja, ich denke, das lief einfach ganz gut die letzte Saison für mich. Ich hoffe, das geht jetzt weiter so und dann werden wir sehen, was am Ende bei rausspringt. Und die letzte Zuschauerfrage, auf was freust du dich am meisten in der zweiten Liga und auf welche Mannschaft freust du dich am meisten? Fragt Benny. Hallo Benny. Also, ist bei mir so eingespeichert als DRV-Fan, ist aber Benny. Also ich freue mich auf volle Hallen, neue Hallen, viele Zuschauer. Ich weiß nicht, wer es von den Zuschauern gesehen hat, aber wir waren ja mit Dessau auf Platz 4 des Zuschauer-Rankings in den 4 Drittligastaffeln. Ich denke, das wird nächstes Jahr nochmal getoppt. Wenn ich da an Eisenach denke, das ist ein Hexenkessel.
Auch das erste Spiel in Aue direkt aus Sachsen, oder naja, Sachsen-Derby ist. Ja, da kommt der Leipziger noch durch. Das Ost-Derby, sag ich mal, ja. da freue ich mich besonders drauf. Neue Gegner und auf welche Mannschaft? Ja, da muss ich fast sagen, auf die HG Saarlouis. Da spielt mein bester Freund im Tor, Pat Schulz. Ja. Wo liegt das? Das ist auch irgendwo fast schon Frankreich, hört sich das. Genau, das ist Saarbrücken. Mit ihm habe ich damals in Leipzig zusammengespielt und ja, wir haben letzte Saison immer so ein bisschen rumgeflaxt, so nach dem Motto, wenn ihr aufsteigt, da war das aber noch nicht so spruchreif. Und dann hat es am Ende doch geklappt und von daher muss ich schon sagen, dass ich mich auf das Spiel besonders freue, um ihn dann ein paar Dinge einzuklinken. So, ja, und jetzt meine letzte Frage. Von den Neuzugängen kenne ich jetzt persönlich noch niemanden. Die müssen aber natürlich alle irgendwann mal vor die Kamera. Kannst du mir da jetzt schon mal jemanden empfehlen, der als erster Kandidat besonders für geeignet ist? Ja, nimm dir einfach Vincent. Vincent kam aus Magdeburg. Ich denke, mit ihm hast du viel Spaß. Und wenn du Vincent interviewt hast, kannst du ja noch Max Scheithauer dazu holen und dann. Okay, die sind morgen dran dann. Genau, jetzt im Trainingslager in Usedom wurde ja schon Philipp Ambrosius noch interviewt. Von daher, ich denke, mit ihm hast du auch einen guten Fang. Und ja, ich glaube, da kannst du nicht viel falsch machen. Die sind alle sehr redebedürftig. Alles klar, Flo. So, jetzt möchte ich mich erstmal wirklich bei dir bedanken, denn es sind jetzt alle Spieler schon auf dem Zimmer und du hast mir die ganze Busfahrt gesagt, du kommst auf jeden Fall nochmal raus und hältst dein Versprechen und gibst das Interview. Jetzt frage ich noch kurz, mit wem bist du auf dem Zimmer? Na, wie eh und je mit Tom Hanna. Wir kennen uns ja aus Leipzig und haben auch im letzten Jahr die Turniere immer gemeinsam in einem Hotel verbracht. Das klang jetzt natürlich gut. Nee, also mit Tom und ja, das klappt. Alles klar, dann wünsche ich eine angenehme Nachtruhe und wir sehen uns ja dann morgen beim Turnier und wünsche dir viel Erfolg, oder ich wünsche euch viel Erfolg. Alles klar, ich danke dir. Ciao, ciao.